Ich bin da kein Jurist, aber so wie ich das verstehe, ist das schriftliche Urteil aus der Perspektive des Gerichts sowas wie das formale Ende des Prozesses. Das bedeutet, dass jetzt noch die AnklägerInnen und die Verurteilten die Möglichkeit haben, binnen eines Monats Revision gegen dieses nun schriftlich vorliegende Urteil einzureichen. Und die Bundesanwaltschaft wird das auch in Bezug auf das milde Urteil gegen André Emminger tun. Der hat 2,5 Jahre Haft bekommen und im Moment auch des Urteilsspruches sprach in dem Gerichtssaal beispielsweise auch unter den anwesenden Neonazis Jubel dazu aus, dass auch vor den Augen der ebenfalls anwesenden Familien der Mordopfer. Und ich würde sagen aber, dass dieses Urteil letztendlich Teil des Versuches eines staatlichen Schlussstriches unter der Akte NSU ist. Das bedeutet, das Urteil folgt letztendlich in der Anklage, beziehungsweise das Urteil folgt letztendlich der Anklage und dem Plädoyer der Bundesanwaltschaft in deren Trio-These. Heißt, die Idee dahinter ist, dass der NSU aus dem bekannten Kerntrio bestanden habe, von dem eben zwei tot sind und nun eine Person lebenslänglich ins Gefängnis geht. Dazu gäbe es halt eine ganz kleine Anzahl an Unterstützer, konkret eben die drei Mitangeklagten. Ich finde, das wirkt erstmal skurril, wenn man weiß, dass das Kerntrio sich über ein Jahrzehnt im Untergrund aufgehalten hat. Es wirkt skurril, wenn man weiß, dass dass eine umfangreiche Liste mit Tatorten im Versteck des Kerntrios gefunden wurde. Da sind zig hunderte Tatorte ausgespäht, detailliert beschrieben. Beispielsweise hat man eine sehr detaillierte Skizze des Internetcafés in Kassel gefunden, in dem Halit Yozgat ermordet worden ist. Beim Mord an Theodoros Bulgaridis fällt auf, dass der Laden von außen überhaupt gar nicht als migrantischer Laden erkennbar ist und der auch erst vor wenigen Wochen davor geöffnet hat. Heißt, auch da liegt irgendwie der Hinweis nahe, dass es halt ein lokales Unterstützungsnetzwerk gegeben hat. Man findet in einem Neonazi-Blatt Anfang der 2000er, kurz nach dem ersten Mord an Enver Schimcek, eine Danksagung an den NSU. Also all das sind eigentlich so Hinweise, denen nicht nachgegangen worden ist und die eigentlich gegen diese Trio-These spricht. Und zugleich wurde auch die Rolle des Staates ausgespart in diesem Urteil. Das bedeutet konkret auch die Frage nach zig V-Leuten, die sich im Umfeld des Trios bewegt haben, aber eben auch sozusagen der institutionelle Rassismus der Ermittlungen kam wenig bis gar nicht vor im Prozess. Dagegen haben die Nebenklägerinnen gekämpft, auch die Kassler-Familie Yozgat. Ismail Yozgat hat sich dafür zum Beispiel in eben diesem Ring um Aufklärung den Raum zu eigen gemacht. Das heißt, er hat sich auf den Boden des Gerichts gelegt, um zu demonstrieren, wie er seinen sterbenden Sohn gefunden hat und dass die Version von Andreas Temme, des damaligen Verfassungsschützers, so nicht stimmen könne. All das waren so Versuche, die getan worden sind, die aber immer wieder unterbrochen worden sind, mit eben Verweis auf diese Trio-These und die Anklageschrift. Und letztendlich ist nun dieses schriftliche Urteil sozusagen eine Bestätigung eben dieser These. Und ich würde sagen, es wurde eben nicht geschafft, das, was Angela Merkel 2012 den Angehörigen der NSU-Mordopfer versprochen hat, also lückenlose Aufklärung und so, wie sie es gesagt hat, das Aufklären der Helfershelfer und Hintermänner. Ich würde trotzdem, glaube ich, noch zwei, drei Sätze zu den Angehörigen sagen, weil die sich ja auch geäußert haben nach der Urteilsverkündung. Und ich fand da eigentlich Eiche Josgards Schlussplädoyer auch ziemlich treffend. Sie hat an das Gericht direkt adressiert formuliert, dass das Gericht die letzte Hoffnung für sie gewesen ist, dass sie, wie sie sagt, das Gericht zwar hart gearbeitet hat wie Bienen, aber eben keinen Honig produziert habe. Und Ismail Yozgat, der klar gesagt hat, ohne dass mit ihm eine Begehung des Internetcafés stattfindet, solange Temme geglaubt wird, kann er das Urteil nicht akzeptieren. Ich glaube, das ist so eine Bedeutung für die Familie Yozgat konkret. Gamze und Elif Kubacik haben gesagt, beziehungsweise Gamze Kubacik, die Tochter des ermordeten Mehmet Kubacik, hat gesagt, dass sie bis heute Angst hat, in Dortmund Mittätern zu begegnen, eben weil das Netzwerk nicht aufgeklärt ist. Und Elif Kubacik hat ziemlich detailliert in ihrem Schlussplädoyer beschrieben, wie schmerzhaft der Prozess für sie war. Einerseits wie sie sagt, die Lügen der Hauptangeklagten zu hören, aber eben auch den Polizisten dabei zuzuhören, wie sie unter anderem gegen sie und andere Familien ermittelt haben und keine Einsicht gezeigt haben. Sie hat gesagt, dass sie sich eine Verurteilung erhofft hat, aber vor allen Dingen weitere Aufklärung, dass das nicht passiert ist. Und ich würde sagen, an der Stelle hat der Prozess versagt oder die Justiz in dem Sinne versagt,
den Anliegen und Bedürfnissen Angehöriger und Betroffener von rassistischer und rechter Gewalt gerecht zu werden und sie in der Verarbeitung des Ganzen zu unterstützen. Vielmehr noch hat es eher einen Vertrauensverlust verschärft, würde ich sagen. Und zu der Frage nach dem vielleicht gesellschaftlichen Signal, da fand ich Axel Hoffmann ganz treffend. Er ist Vertreter der Nebenklage. Der hat kurz nach dem Urteil 2018 im Juni gesagt, dass das ein fatales Signal eigentlich an die rechtsextreme Szene ist, dass man quasi eine Mordserie unterstützen kann und dafür, wie André Emminger mit 2,5 Jahren davor kommt, dass viele Leute eben nicht aufgedeckt worden sind, vielen Leuten nicht nachgegangen worden sind und es eher eine Ermutigung der Szene ist. Und er hat 2018 gesagt, dass das eben genau eine Ermutigung, eher ein Antrieb für so eine rechte Szene sein kann. Und ich finde, 2020 müssen wir leider anerkennen, dass diese These zutrifft oder zumindest nicht das Gegenteil bewiesen wurde. Und finde es dahingehend auch spannend zu schauen, wie wird der Prozess gegen den Mörder von Walter Lübcke aussehen? Wie wird eigentlich die Aufarbeitung der rassistischen Morde in Hanau gestaltet sein? Und ich glaube, es wird auch da wieder wichtig, dass Zivilgesellschaft das genau beobachtet und sich dazu auch verhält und auch gegebenenfalls die Stimme dazu erhebt, damit sich das, was wir im NSU-Komplex erlebt haben, nicht weiter wiederholt.